Hallo und willkommen zurück zu Let's Play. Oh yeah! Im letzten Part haben wir das wahre Ende gesehen und somit Welt Nummer 6, The End, zu 100% abgeschlossen. Und jetzt kümmern wir uns um die Glitch-Level Nummer 6, 5 und 4. Starten wir in der Hölle. Und wie bereits in den Glitch-Leveln 1 bis 3 mache ich auch hier so, falls wir Glitch-Girl nicht sofort antreffen werden, gibt es einen Schnitt, bis wir letztendlich zu ihr kommen werden. Okay, ich würde sagen, wir starten vorne, Level Nummer 1. Oh ja, stimmt, wir können endlich wieder nach langer Zeit einen Charakter auswählen. Ich würde sagen, ja, Okmo. Welt Nummer 4 war definitiv Okmos Welt gewesen. Los geht's. So, mal schauen, ob wir Glück haben. Hopp, hopp. Nein. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, da siehst du. Okay. So, jetzt nur nicht sterben, Okmo. Nur nicht sterben. So, zip. Hier runter wollen wir. Hi, Glitch Girl. Und Glitch Level Nummer 4. Aber eins kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das schwerste Glitch Level haben wir ja bereits geschafft. Das war ja in der Salzfabrik gewesen. Mal schauen, wie wir uns hier schlagen werden. So, hier rüber. Das Glitch Level aus der Hölle. Zip, okay. Hier wollen wir hoch, okay. Das passt auf jeden Fall. Hüpf, hüpf. Okay, wir warten. Wieder vor den Lavakugeln ausweichen. Ah, verdammt! Wie hat uns die denn da bitte schön getroffen? Egal. Versuch Nummer 2. Und ja, hüpf. Ah, nein! Natürlich falle ich in die letzte Stachel hinein. Das macht's auch nicht gerade besser. So, so. Okay. Hüpf. Durchmanövrieren. Okay. Geduld haben bei den Lavakugeln. Gehen wir weg. Okay. Und hier runter. Und hier runter. Und los geht's. Hüpf, hüpf. Okay. Ausweichen. Hier kommen zwei Lavakugeln. Warten wir noch eine Garnitur ab. Und hi, Bandage Girl. Sehr schön. Okay, damit hätten wir dieses Glitch-Level in Welt Nummer 4 freigeschaltet. Gehen wir wieder zurück und kümmern uns um Glitch-Level Nummer 5, Rapture. So, Intro kennen wir ja bereits schon. The Rapture. Okay, welches Level nehmen wir hier für Glitch-Girl? Ich würde sagen, glaube ich, Level 7, oder? Mit der Warps on the Guy. Und ja, wir können es anders sein. Natürlich nehmen wir hier Kit für Rapture. Und, nee, da ist sie nicht. Bis gleich. Ah, da ist sie. Okay. Jetzt nur nichts falsch machen, Kid. Wir wollen einen Glitch-Girl treffen. Mach ja nichts falsch. Oh, yeah. So, Schlüsselhammer. Und jetzt hier durch irgendwie manövrieren. Hopp, hopp, hopp. Okay, das passt. Sehr schön. Hi, Glitch-Girl. Glitch-Girl Nummer 5. Rapture. Und ich kann mich noch vage daran erinnern, wie es ausgesehen hat. Mal schauen, ob sich meine Gedanken bestätigen. Ja, das Hochhaus. Mal sehen, ob wir Mega Man antreffen werden. Okay. Yep, yep, yep. Und natürlich mussten es wieder Raketentürme sein, ne? Ah, verdammt. Oh, das passt, das passt. Das passt auf jeden Fall. Okay. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh, 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 oh. Ah! Okay, kurz verschnaufen. Weiter geht's. Ah. Okay, 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 okay. Ah, nein! Ah, Mist! Ich habe ganz vergessen, dass am Ende noch ein Raketenturm ist. So, so. Okay. Der Anfang ist ja nicht so schwer. Man muss nur Schnelligkeit und Geschick zeigen. So, hüpf, 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 hüpf. Okay. Komm mal her. Schieß. Okay. Und durch, durch, durch. Hi, Bandage Girl. Sehr schön. Das wäre Glitch Level für Rapture gewesen. Und man sieht es auch oben da links. Auch freigeschaltet. Alles klar. Kümmern wir uns um das letzte Glitch Level in der Welt Nummer 6. The End.
Und somit das letzte Glitch-Level im Spiel. Cotton Alley beinhaltet nämlich kein Glitch-Level. So viel ist ja schon mal verraten. Oh Gott, Spoiler, Spoiler. Okay, dann würde ich sagen, ja, auch keine einfache Auswahl, würde ich sagen. Level Nummer 2. Ja, wir gehen in Level Nummer 2. Das sehen wir am Anfang ziemlich direkt. Da. Nee, ist sie nicht. Da ist sie endlich. Meine Güte. Man sieht schon hier, die ganzen Sägen sind rot gefärbt. Okay. Zack. Jetzt nur nichts falsch machen in diesem Level. Ah, mit Meatball hat man eben nicht diese Sicherheit wie bei Ogmo oder Kid mit diesem Doppelsprung. Aber egal, das schaffen wir schon. So, hier rüber. Dann hier rüber. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Hopp, 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 hopp. So, das letzte Glitch-Level. Nummer 6. Okay. Und die gleiche Musik, wenn mich nicht alles täuscht, wie in der Hölle gewesen, ne? Okay, so, jetzt. Oh, ho, 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 ho. Ah, okay. Nehmen wir uns mit, Plattform. So, hier durch. Hüpf, hüpf, hüpf. Und, oh, das war knapp. Raketenturm, lass uns in Ruhe. Hi, Bandage Girl. Alles klar. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Hier sehen wir es. Das letzte Glitch-Level für Welt Nummer 6. The End. Okay. Das wär's. Wir haben alle Glitch-Level in Welt Nummer 6, 5, 4, 3, 2 und 1 abgeschlossen. Und jetzt, beziehungsweise nein, im nächsten Part kümmern wir uns um die letzte Welt. The Cotton Alley. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.